herzlich willkommen zum 4000 Abonnenten Special. Und ja, was gibt es Feines von mir? Von der Vitrine einen bunten Beutel, Weko-Knallerei nennt sich der. Den werden wir erstmal schön verzünden. So, öffnen wir mal das schöne Päckchen hier. Als erstes zünden wir mal ein paar Karachos. Und ja, mal schauen, wo die Dinger sind. So ganz klassisch, wie man es eigentlich auch macht mit Reibern, zünden wir jetzt mit einem Reibbrett. Auch schön von Weko, passend zum bunten Beutel, Weko-Knallerei. Ja, legen wir mal los. Karacho, grün. Ja, 1305. Die größere Variante davon haben ja die meisten schon kennengelernt. Da wissen wir ja schon, wie die zecken können. Ja, aber sind ja leider in Deutschland nicht zugelassen. Ne? Aber naja, muss halt der Karacho reichen, die kleine Variante. Gut, auch schön mit dem Reibbrett. So, mal schauen. Oh, schön dumpf und knackig. Und gleich den zweiten hinterher. Gucken wir dahin. Oh, der hat schön gedrückt, ne? Also der war ganz romantisch. Oh, oh. Potenzial zum Ohrpiepen hat das Teil. Als nächstes zünden wir mal die Flashcracker. Schön mit altem Warnzeichen. Flashy. Auch ganz romantisch mit dem Reibbrett. Auch Crackling, ne? Mhm. Aber ein bisschen knackiger als der Knallfried, fand ich. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die knallen, aber naja. Ja. Na, es gibt ja, glaube ich, welche von diesen Flashcrackern, die erst knattern und dann einen Knaller mal Abschluss haben. Wie die Videomaker, ne? Ja, so ähnlich, ja. Ja, Videomaker meinst du, ja. Aber die bei der Vitrine kannst du das angucken. Da gibt es so ein schönes, sexy Video von. Da waren die selbst überrascht, dass die dann halt, weil die dann auch nach dem Crackling qualmten und dann noch ein Knall kam. Aber die Charge habe ich leider nicht erwischt. Schade eigentlich. Ah, dann beim zweiten. Ja, hat sich schon von selbst geöffnet. Als dritten Artikel sehen wir jetzt hier den Knallfried. Gut. Hier sehen wir sie schon. Die haben sich schon selbst verflüchtigt. Oder unboxed oder ausgepackt. Ja. Hier, so sehen sie aus. Ah, ich fand das Design von früher viel, viel cooler als der spacige heutige Dreck. Also vom Design her gefallen mir die meisten heutigen Artikel nicht so. Aber naja, darum geht es auch nicht. Hauptsache die Wirkung der einzelnen pyrotechnischen Gegenstände ist brauchbar. Der Knallfried. Ist dahin. Oh, und doch ganz lustig, den zweiten gleich hinterher. Ja. So, kommen wir mal zu den zylindrischen Kanonenschlägen. Die sind jetzt nicht so alt, aber auf jeden Fall ein paar Jährchen haben sie schon hinter sich. Einfach keine aktuelle Ware. Ja, sehen schon ein bisschen dreckig aus. Oh, tiefer Tunnel, aber noch schön dick gewandet. Aber Verarbeitung ist eigentlich so auch noch ganz okay. Schauen wir mal, ob sie uns auch noch vom Knall her ein bisschen überzeugen können. Bin gespannt. Und ich hoffe, dass sie auch zünden. Nicht so wie die Teile, die ich zu Silvester hatte. Das war nämlich auch Jauche. Und weg. Oh, schöner, ja, eher so digi, hört sich ein bisschen digital an, so der Knall, ne? Aber auf jeden Fall noch schön druckvoll, aber sehr hell halt. Ne? Auf den zweiten hinterher. Das muss schmecken. Weg. Einwandfrei und die zerfliegen ordentlich, die Dinger. Sehr schöne Knaller. So, und jetzt kommen wir zum letzten Artikel. Das sind dann die kubischen Kanonenschläge hier.
der kubische Kanonschlag aus letzter deutscher Fertigung. Oder die Waldfee, Alter. Ey, für das kleine Ding, da können ja die heutigen einpacken. Ey, die Wolke, Alter. Boah. Krasser Shit. Sehr geil. Zeig mal hin. Also obwohl der oben bloß aufgerissen ist, also mehr gesagt aufgesprungen ist, hat er einen schönen, dumpfen, lauten Knall gehabt. Geiles Ding. Yeah. So muss es sein, Leute, ne? Wie ein Vulkan. Ja. So, jetzt nochmal einen zweiten davon, weil der ja gerade so schön romantisch knallte. Genauso geil. Schön dumpf, die Dinge. Also da muss ich mir mehrere von besorgen. Geil. Ja, das war noch wahre Weko. Mann, Mann, Mann. So, jetzt als kleines Extra von Feistel mit den Black Cat Köpfen am Ringrand. China Bella Day. Scheiße. Alter Falter. Ey, der Dreck. Der Dreck flog mir bis in die Fresse, ey, ganz ehrlich. Geil, Alter. Ja, so muss das sein, Leute, oder? Alter, ey. Ich habe richtig Dreck in der Fresse. Ich muss das mal abbrechen. Ja, wie ihr sehen könnt, wird es langsam dunkel draußen. Also es dämmert. Und ja, jetzt gibt es mal ein bisschen was Buntes. Eben gerade haben wir ja, oder am Tage, bei dem schönen sonnigen Wetter, haben wir ja ein bisschen was böllern können. Und jetzt gibt es mal auch eine weitere Rarität von Feistel, die Superfontäne. Dann wird es ein paar Up-and-Goes geben, eine Vogelschreck. Und ein paar alte Vesuv-Vulkane von Weco. Auch noch mit dem 90er Jahre Übergangslogo. Ja. Und noch ein paar schöne Raketen. Aus dem XB9 Set von PyroArt. X7 Raketen, ja. Ja, und ganz zum Schluss wird es dann noch eine schöne große XXL Batterie geben. Und zwar die Monster Fight. Aber wie gesagt, dafür muss es noch ein bisschen dunkler werden. Das ist mir jetzt noch ein bisschen zu hell. Purple Chrysanthemum Kugelkopfrakete von PyroArt. Die war mal schick. Hammerharter Zerleger, also echt. Vom Zerleger her sind die echt genial. Red Purple Peony. Schön saftiger Zerleger. Sehr geil. So, jetzt der Vesuv von Weco. Ich habe mir gedacht, ich zünd gleich mal alle drei. Mal gucken, was das für ein schönes Effektbild gibt. Das sah doch klasse aus. Ich hoffe, euch hat es auch so gefallen wie mir. Sehr schön. So, jetzt die Superfontäne von Feistel. Habe ich selber auch noch nie gezündet. Ist jetzt auch das erste Mal für mich. Mal schauen, wie die ist. Ich denke mal wie Chuku Chuku. Werden wir sehen.
Durchsacher, wie Choco. So, jetzt die Vogelschreck. Ganz geschmackvoll. So, Up and Go Bombenrohr von Leslie. Immer wieder geil, die Teile. Und ein zweites. Monster Fight von Nico.